Doppelpass. Hallo Anselm, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du aktuell? Joscha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über das Gespräch, dass wir uns über Fußball und andere Themen noch austauschen können. Ja, mein Name ist Anselm Küchle. Ich bin 27 Jahre alt und leite den Bereich Aus- und Weiterbildung am Internationalen Fußballinstitut. Ich persönlich bin schon sehr, sehr lange im Fußball unterwegs, wenn man das mit 27 Jahren überhaupt schon sagen darf. Aber der Sport begleitet mich einfach schon seit ich klein bin. Viele Menschen berichten ja darüber, schon als man das Gehen angefangen hat, mit dem Ball gekickt, dann weitergegangen, im Verein eingetreten mit 5, 6 Jahren. Und hier lange Zeit auch im Breitensportverein tätig gewesen, dann später auch in den Leistungsbereich gekommen und als Kind aber damals auch schon gemerkt, der Leistungsbereich ist vielleicht nicht immer schön. Ja, und dann auch wieder auf so eine semi-professionelle Ebene zurückgegangen und selbst aber auch sehr, sehr lange gespielt. Ja, bis im vergangenen Jahr eigentlich, als mich dann eine Verletzung selber gebremst hat, aber immer auf semi-professioneller Ebene. Und ich habe aber auch früh erkannt, schon in Jugendjahren, dass ich gerne auch als Trainer tätig sein möchte. Habe studiert, Sportmanagement, Bachelor gemacht, Master, Sportmanagement und gleichzeitig alle Trainerlizenzen forciert. Habe in dieser Zeit auch schon als Trainer gearbeitet, wirklich von der F-Jugend bis hoch dann bis zur U17, U19. Und da habe ich gemerkt, dass man als Trainer natürlich den Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen sehr, sehr viel geben kann und gleichzeitig auch sehr, sehr viel lernt. Und so hat mich das Thema Trainer schon immer beschäftigt und beschäftigt mich auch noch heute als Leiter Aus- und Weiterbildung am Internationalen Fußballinstitut. Bedeutet, du kommst so ein Stück weit aus der Praxis. Was machst du denn jetzt beruflich aktuell? Also ich habe nach meinem Studium oder man kann eigentlich sagen während meinem Studium schon im Fußball das eine oder andere gemacht, war unter anderem bei Sport1 oder bei Liga Total und bin dann schon während meines Studiums ans Internationale Fußballinstitut gekommen, sehr, sehr sportlich erst orientiert im Bereich Spielanalyse und bin auch am Institut geblieben, bin jetzt dort schon mittlerweile 5 Jahre und leite in dem Bereich Aus- und Weiterbildung. Das ist bei uns eine sehr, sehr wichtige Säule. In diesem Bereich entwickeln wir neue Aus- und Weiterbildungskonzepte für Menschen, die im Fußball arbeiten möchten, aber auch für diejenigen, die schon im Fußball tätig sind. Ja, als Beispiel die Spielanalystenausbildung. Hier bilden wir seit über 5 Jahren schon Spielanalysten aus. Über 200 Analysten sind dort schon entsprungen. Und wir versuchen, unseren Teil beizutragen, um den Fußball weiterzuentwickeln, auf professioneller Ebene, aber auch im Amateurbereich. Institut hört sich jetzt für mich nach Universität an. Seid ihr ein privatwirtschaftlicher Träger? Seid ihr eine Uni? Wie kann man sich das vorstellen? Als Internationales Fußballinstitut gehören wir zu einem Netzwerk dazu, einem privaten Hochschulnetzwerk, das nennt sich IUN World. Zu diesem privaten Hochschulnetzwerk gehören auch private Universitäten und Hochschulen, wie zum Beispiel die Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning, München, wie die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin und die Privatuniversität Schloss Seeburg in Salzburg. Und wir als Fußballinstitut sind aus der Hochschule für Angewandtes Management entsprungen, weil wir damals schon eine hohe Fußballkompetenz hatten und wir gesagt haben, okay, wir möchten das Thema Fußball noch mehr treiben. Wir möchten forschen im Bereich Fußball, aber eben auch Beratungsleistungen anbieten. Und so ist das damals entstanden. Und heute beraten wir viele Clubs, Verbände, Sportunternehmen in diversen Fachbereichen. Das ist ein sehr großer Sockel. Der zweite Sockel ist die Forschung, die wir immer auch gemeinsam mit unseren Partnern aus der Praxis anbringen, aber eben auch mit den Hochschulen zusammen natürlich. Und der dritte Sockel ist der auch schon benannte, der Sockel der Aus- und Weiterbildung. Ja, und so, denke ich, finden wir sehr, sehr gut an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis statt. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist ja perfekt zum Tagungsthema, das wir haben, Wissenschaft und Praxis. Da ist ja diese Verknüpfung eben zwischen diesen zwei Teilen ideal bei euch gegeben. Absolut, ja. Deswegen habe ich mich natürlich auch gleich angesprochen gefühlt. Sehr gut. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen in dein Vortragsthema. Was ist das denn? Das darfst du gerne selber nennen und stell es einfach mal vor. Ja, hier kann ich sehr, sehr gut zum Anfang unseres Gesprächs zurückgehen, als ich gesagt habe, das Thema Trainer beschäftigt mich schon immer. Und ich habe ja auch alle Lizenzen durchlaufen, bis einschließlich der A-Lizenz. Und ich habe mich immer gefragt, okay, welche Kompetenzen
Ja? Braucht denn ein Cheftrainer oder auch ein Co-Trainer heutzutage, um letztendlich State of the Art zu sein? Ja, das könnte man jetzt im Nachwuchsfußball unterscheiden zum Profifußball. Das sind sicherlich unterschiedliche Kompetenzen gefragt. Und das war so mal die Grundfragestellung, die ich für mich hatte. Weil wir sehen ja heutzutage, dass sich sehr, sehr viele Dinge durch gesellschaftlichen Wandel verändern. Ja, nehmen wir mal beispielsweise die Digitalisierung, die Technisierung oder die Medialisierung. Wir könnten noch weitere Megatrends an der Stelle benennen. Und ich denke, das führt auch dazu, dass sich das Feld des Trainers verändert. Ja, das Anforderungsprofil des Trainers, wie man so schön sagt. Und das hat eben zu der Forschungsfrage geführt, welche Kompetenzen erwarten denn Spieler in einem U17- und U19-Bereich, wenn wir jetzt von Nachwuchsleistungszentren reden. Ja? Und wir haben hier über 350 NLZ-Spieler befragt, genau dazu, welche Kompetenzen erwartet ihr euch von einem Trainer in diesem Bereich? Und ich denke, die Ergebnisse waren durchaus spannend. Ja? Und ich will noch nicht vorweggreifen, aber wir versuchen natürlich dahingehend jetzt auch weitere Fragestellungen auf dem Profibereich, aber auch nicht nur das Fremdbild, sondern auch das Selbstbild zu beachten. Wie ist die Befragung abgelaufen? Habt ihr denen einen Zettel mitgegeben? Die mussten was ankreuzen? Waren das Interviews? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir waren mit Mitarbeitern vor Ort bei diversen Clubs und haben hier einen Fragebogen ausfüllen lassen. Hier waren alle Teilkompetenzen benannt, ja, und wurden dann durch Kreuze der jeweiligen Spieler ausgefüllt. Was waren das denn für Kompetenzen oder wie sah die Befragung aus? Also insgesamt ist es ja so, in der Kompetenzforschung gibt es ja diverse Kompetenzraster. Ja. Wir beschäftigen uns sehr mit der Kompetenzmatrix von Heise und Erpenbeck. Ein sehr fundiertes System, auch in der Wirtschaft zahlreich angewendet. Und wir haben das auch auf den Sport umgearbeitet. Ja. Das sind insgesamt 4 Basiskompetenzen, den 64 Teilkompetenzen unterlegt sind. Das ist jetzt eine sehr, sehr lange Liste natürlich an Kompetenzen und hier haben wir uns natürlich auch gefragt, kann ein Trainer überhaupt 64 Kompetenzen abdecken? Ja, sicherlich kann er das, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Und um den Spielern es zu erleichtern, haben wir schon im Vorfeld in einer Workshop-Runde mit Experten diese 64 Kompetenzen reduziert, ja, auf eine kleinere Anzahl, um dann eben nicht jetzt 3 Stunden mit den Spielern an den Kompetenzen zu sitzen. Ja. Darfst du die Kompetenzen beispielhaft nennen? Also ich gehe gerne auf die Basiskompetenzen erstmal ein. Ja, das sind ja 4 Stück, deswegen auch leicht in unserer Zeit darzustellen. Das ist einmal die Fach- und Methodenkompetenz. Da zählen dann weitere 16 darunter. Ja, das sind die sozial-kommunikativen Kompetenzen. Das sind die Handlungskompetenzen und wir haben dann die personalen Kompetenzen. Ja, das sind so die 4 Basiskompetenzen, worunter dann sich wieder jeweils 16 pro Basiskompetenz aufteilen. Ja, und natürlich war auch die Frage, sind denn für Spieler beispielsweise die Fachkompetenzen viel wichtiger als andere Kompetenzen oder sind denn sozialkommunikative Kompetenzen viel, viel wichtiger? Weil häufig wird ja auch in Diskussionen angeregt, wir müssen pädagogische, psychologische Kompetenzen von Trainern verbessern und fördern, weil diese womöglich nicht so stark ausgeprägt sind. Und dieser Frage wollten wir da nachgehen. Kannst du jetzt schon so eine kleine Quintessenz der Forschungsfrage wiedergeben? So, was war das beeindruckendste Ergebnis oder das bleibendste? Also grundsätzlich war es so, dass wir gesehen haben, keine dieser 4 Basiskompetenzen unterschied sich signifikant von der anderen. Ja, das ist schon mal für uns schon überraschend gewesen. Ja. Den Spielern in offenen Fragestellungen hatten wir das auch abgefragt, ist die Fachkompetenz schon sehr, sehr wichtig, ja, aber sie ist mehr eine Basis für alles Weitere. Wir haben aber auch gemerkt, dass eben die Glaubwürdigkeit sehr, sehr wichtig ist. Glaubwürdigkeit war die am meisten als sehr wichtig benannte Teilkompetenz. Spieler wünschen sich einen Trainer, ja, dem sie vertrauen können, ja, wo sie wissen, die Aussagen, die er ihnen tätigt, stimmen. Das war ganz klar die Nummer 1. Was aber auch wichtig war, dass sich die Spieler gut geführt fühlen wollten. Ja, also diese oft auch als Querschnittskompetenz bezeichnete Führungskompetenz spielt sicher auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und was auch oft benannt wurde, ist die Teamfähigkeit des Trainers, beziehungsweise die Fähigkeit des Trainers, dass er es schafft, ja, aus dem Haufen von Spielern eine Mannschaft, ein Team zu formen.
Kannst du auf den Punkt Glaubwürdigkeit nochmal so ein bisschen eingehen, ein bisschen detaillierter? Also Glaubwürdigkeit ist wirklich, seitdem diese Studie begonnen hat, für mich ein Wort, das sehr, sehr häufig vorkommt. Ich hatte beispielsweise ein Interview gelesen, auch von Jürgen Klopp und seinem Berater, wo das Thema Glaubwürdigkeit eben auch als Quintessenz so ein bisschen rauskam. Da musste ich schmunzeln und habe dann an diese Studie gedacht. Also ich denke, dass diese Teilkompetenz Glaubwürdigkeit nicht nur für einen Trainer im U17- und U19-Bereich Gültigkeit hat, sondern auch im Profibereich und auch in allen anderen Bereichen als Trainer, als Mensch. Denn als Führungsperson gibt es ja nichts Schlimmeres, als wenn wir Menschen versuchen zu beeinflussen, Menschen versuchen zu inspirieren und anschließend letztendlich zu Enttäuschungen oder für Enttäuschungen sorgen, weil die Dinge, die wir sagen, nicht stimmen. Also ich denke, Glaubwürdigkeit ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeitet. Und das zeigen beispielsweise auch Studien aus anderen Bereichen als im Fußball. Wie kann man sich da jetzt dann das weitere Vorgehen mit dieser Studie oder mit dieser Forschungsfrage vorstellen? Jetzt habt ihr das erfragt und jetzt wissen wir, okay, Glaubwürdigkeit ist mit einer der wichtigsten Kompetenzen, die man braucht. Was wollt ihr daraus jetzt weiter für Schlüsse ziehen? Also das eine ist natürlich, dass wir diese Studie nutzen wollten als Startpunkt, um auch andere Altersbereiche mit anderen Altersbereichen zu vergleichen, aber auch mit anderen Sportarten, auch mit Individualsportarten beispielsweise. Das andere ist aber schon, dass wir glauben, dass eben diese Führungsaspekte in Zukunft noch viel wichtiger werden bei einem Trainer. Ja. Insbesondere, wenn wir in den Leistungsbereich schauen, sehen wir ja, dass Trainerteams immer größer werden beispielsweise. Das heißt, man muss nicht nur seine Spieler führen, Glaubwürdigkeit vor den Spielern beweisen, sondern auch Glaubwürdigkeit vor den Mitarbeitern beweisen. Deswegen geht es auch darum, die Trainer zu sensibilisieren. Und wir glauben auch schon in der Traineraus- und Weiterbildung genau eben solche kompetenzorientierte Förderung zu betreiben. Ja. Das Fachwissen ist wichtig, das ist ganz klar und das darf nicht hinten runterfallen. Aber wir sollten auch darauf schauen, dass wir eben andere Kompetenzbereiche entwickeln bei den Trainern. Ja. Und das, denke ich, wird insbesondere in der Außenweiterbildung wichtig sein. Gab es noch eine weitere Sache, die dich überrascht hat oder die euch überrascht hat bei der Auswertung der Ergebnisse? Mhm. Wir haben auch den Aspekt fußballerisches Können mit einbezogen. Das ist jetzt keine Teilkompetenz, die in diesem Atlas eine Rolle gespielt hat, aber wir wollten einfach wissen, welches Augenmerk haben denn die Spieler darauf. Und das war schon interessant, dass es eben nicht so wichtig war für die Spieler und eher unterdurchschnittlich oft mit einer sehr wichtigen Nennung bedacht wurde. Also das war schon für uns wichtig. Natürlich ist es aber auch so, und das war, finde ich, aber doch trotzdem noch interessant zu sehen, dass beispielsweise Spieler, die ein Fremdbild abgeben von einem Trainer, von einem hoffentlich guten Trainer, eben auch benennen, dass Themen wie zum Beispiel Netzwerken, keine wichtige Teilkompetenz darstellen. Wir haben das jetzt auch schon öfter ausprobiert und in Gesprächen mit Trainern auch gesehen, für einen Trainer, der sich selbst bewerten müsste oder der die wichtigen Kompetenzen eines Trainers bewerten sollte, ist das eben schon wichtig. Ne? Ganz klar, denn heutzutage spielt es natürlich auch eine Rolle als Trainer, ich sag mal, in diesem Zirkus, in diesem Karussell mit drin zu bleiben und auch interessant zu bleiben. Und deswegen ist natürlich Netzwerk extrem wichtig. Ich glaube, da muss man dann nochmal unterscheiden zwischen wirklich dem Breitensport, sei es ein F-Jugend-, D-Jugendtrainer und eben einem Trainer, der im U17-, U19-Bundesliga-Bereich arbeitet. Fand ich jetzt auch interessant, dass du sagst, das eigene Können ist gar nicht so die große Thematik, auch auf diesem Niveau. Wenn man das dann nochmal runterbricht, wieder auf den Breitensport, ist das ja ganz oft so ein Totschlagargument von sei es Eltern oder Leuten, die einfach nicht Trainer sein wollen, von wegen, ich kann das ja nicht. Also finde ich interessant, dass das auch vorkommt, obwohl das ja so ein hohes, auch technisch-taktisches Niveau dann schon ist. Da bin ich ganz klar bei dir. Also ich denke, dass man schon ganz klar unterscheiden muss zwischen Breitensport und Leistungssport. Und genau das ist das auch, was uns interessiert. Hier wollen wir auch weitere Studien forcieren. Denn eine weitere Kompetenz, über die man ja diskutieren kann, ist Humor. Braucht denn ein guter Trainer heutzutage Humor? Ja, und hier müsste man wahrscheinlich auch wieder den Altersbereich unterscheiden und auch den Leistungsbereich unterscheiden, in dem ein Trainer tätig ist. Die U17 und U19-Spieler haben Humor jetzt nicht als eine entscheidende Kompetenz wahrgenommen. Was ich vielleicht aber auch noch an der Stelle erwähnen sollte, ist, dass wir natürlich auch geschaut haben, unterscheiden sich die
Kompetenzwahrnehmungen, je nachdem, welche Position Spieler spielen. Hier haben wir auch Unterschiede festgestellt. Natürlich fällt es uns aber jetzt aktuell schwer, hier eine wirkliche Interpretation wahrzunehmen. Warum findet ein Stürmer eine gewisse Teilkompetenz viel, viel entscheidender bei einem Trainer als ein Verteidiger? Aber hier haben wir auf jeden Fall auch starke Unterschiede feststellen können, die auch signifikant waren. Dann haben wir ja schon mal einen Grund, uns nochmal zusammenzusetzen. Absolut. Im Interview. Sehr gut. Kann man diese Studie und die Ergebnisse, die wir jetzt ganz kurz angerissen haben, kann man die irgendwo nachlesen? Kann man die? Wir haben sie aktuell nicht veröffentlicht, aber natürlich in dem Tagungsband der jetzt stattfindenden Tagung sind Teilergebnisse dabei. Wir versuchen aber jetzt auch noch die Ergebnisse weiter auszuwerten, weil schon noch einige Daten mehr in dieser Studie schlummern und wir sicher in Zukunft hierzu weitere Veröffentlichungen tätigen. Und es laufen auch sehr, sehr viele weitere Studien. Ich hatte es auch schon kurz erwähnt, vor allem auch im Profibereich wollen wir nochmal untersuchen, welche Kompetenzen brauchen denn Cheftrainer im Profibereich? Wie sehen Sie sich denn auch aktuell und wo haben wir Bedarf in Zukunft? Dann lass uns zur Abschlussfrage kommen. Ich muss dazu sagen, ihr seid jetzt alle nicht vorbereitet auf diese Frage. Die stellen wir aber allen unseren Gästen. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Und dabei sind Kosten und Aufwand völlig egal. Welche Regel oder Vorgabe oder Pflicht wäre das? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Eine Regel, wenn Kosten keine Rolle spielen, aus meiner Sicht wäre das, Kosten und Zeit dürften keine Rolle spielen, Zeitfaktor auch ganz wichtig, wäre aus meiner Sicht, dass wir die Weiterbildung unserer Trainer forcieren sollten, unsere auch freiwilligen Trainer, unsere Ehrenamtler, denn die machen diese Arbeit wirklich aus freien Stücken oftmals, ohne etwas dazu zu verdienen und sind ja für die Gesellschaft ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn Fußball ist ja auch mehr als nur das bloße Spielen. Es ist auch eine Entwicklung der Kinder. Und deswegen glaube ich, dass in die Aus- und Weiterbildung der Trainer auf Breitensportebene flächendeckend, aber auch natürlich auf der Leistungsebene sehr, sehr wichtig ist. Und wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt, dann würde ich gerne hier die Regel entwerfen, dass wir doch eine hohe Anzahl an Weiterbildung verpflichten. Anselm, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.